Hallo und Servus zusammen, ich bin der Drewman vom Ultimate Chicken Squad und heute habe ich was ganz Besonderes für euch da, eine Crytek Warsport LVOAC. Wir waren damit auf dem Spielfeld und wie das Ganze war, seht ihr jetzt. Wie bereits angesprochen, haben wir eine Crytek LVOAC vor uns liegen. Sie hat eine Länge von 38mm mit eingefahrenen Stock und eine Länge von 910mm mit ausgefahrenen Stock. Davon gibt es aber auch noch eine S-Variante und die ist ganze 8cm kürzer. Wiegen tut die C ca. 3,3kg. Wir haben nachgewogen, weil wir es genau wissen wollten. Ab Werk wird sie mit 1,5 Joule ausgeliefert. Die schwanken allerdings leicht plus minus 0,1 Joule. Standardmäßig ist ein Minitam-Stecker verbaut, welchen ich persönlich auf den T umlöten würde. Im Lieferumfang der Crytek ist enthalten die Airsoft selber. Wer hätte es gedacht? Nein! Doch! Oh! Dann ist noch ein Blechmagazin mit dabei mit einer Kapazität von 350 Schuss. Gefördert werden die Kugeln hier unten, wie gewohnt, mit einem kleinen Rädchen. Hier oben kann man die Kugeln dann immer reinfüllen. Kennen wir ja alle. Dann sind auch mit dabei Iron Sights, die liegen, also habe ich jetzt hier vorne hingestellt, die liegen los in der Verpackung drin, die muss man dann eben noch aufmontieren und sie lassen sich übrigens einstellen, horizontal und vertikal. Und dann haben wir hier noch, ganz wichtig, hier eine Rail, die lag auch lose mit dabei, mit Schraube, die kann man dann auch montieren. Dann kommen wir jetzt zu den wirklich relevanten Sachen einer Airsoft, nämlich zu den Internals. Crytek verbaut hier einen Lauf mit einer Länge von 395 mm und einen Indurchmesser von 6,05 mm. Gefertigt wird der Lauf aus Edelstahl. Weiter geht's mit der Hop-Up Unit, welche sich hier vorne über dieses kleine schwarze Rädchen, welches man hoffentlich auf der Kamera erkennen kann, einstellen lässt. Die Hop-Up Unit ist 15-stufig und durchnummeriert von den Zahlen 1 bis 15, damit der Endverbraucher weiß, so hey, meine Hop-Up-Unit war da und da eingestellt, ich hatte diese und jene Kugeln und dann kann er sie jederzeit wieder so einstellen. Ist ziemlich praktisch. Die Gearbox ist eine V2 Custom Gearbox, welche beschichtet ist, damit diese eben nicht rosten kann. In der Gearbox drin finden wir einen Nozzle aus Kunststoff gefertigt. Dahinter ein Zylinderhead, ebenfalls aus Kunststoff, mit einem aufgeklebten Pad, was dafür sorgt, dass der Zylinder eben gedämpft ist. Der Piston, der dahinter ist, ist ebenfalls aus Kunststoff, verfügt allerdings über 4 Stahlzähne, welche dafür sorgen, dass die Abnutzung nicht ganz so krass ist. Die restlichen Zähne vom Piston sind allerdings auch wieder aus Kunststoff. Im Grunde bestehen die meisten Internals dieser Gearbox aus Kunststoff, aber aus hochwertigem Kunststoff. Die Gears hingegen sind aus Stahl und der Trigger ist ein lizenzierter Tuning-Trigger. In der Gearbox finden wir auch ein MOSFET, welches standardmäßig verbaut ist. Ansonsten haben wir noch ein Federschnellwerksystem, an welches wir nur dann rankommen, wenn die Airsoft komplett zerlegt wurde und wir die Gearbox draußen vor uns liegen haben. Optisch ist die Crytek eine typische M4. Das einzig Besondere daran ist der Handguard und der Mündungsfeuerdämpfer. Der Mündungsfeuerdämpfer ist in den Handguard eingelassen und macht optisch einiges her. Ansonsten haben wir noch einige besondere typisch Crytek-artige Markings mit der genauen Modellbezeichnung und einem Crytek-Logo. Auch eine Seriennummer ist vorhanden. Alles hinter dem Handguard, also sprich Receiver und Stock, ist typisch M4 und kennen wir bereits von allen anderen M4s. Erhältlich ist die Crytek in verschiedenen Farben. Wir haben hier Oliv, sie gibt es aber auch noch in Grau, Schwarz und Tarn. Die Verarbeitung ansonsten ist wirklich sehr gut. Wir geben der Airsoft daher eine 9 von 10 Punkten, da auch überhaupt nichts wackelt. Wie bereits am Anfang des Videos schon angesprochen, hat die Hop-Up Unit Stufen, und zwar genau 15 Stück, welche sich wunderbar zum Einstellen des Hop-Ups
eignen. Also es stört jetzt nicht, dass wir 15 Stufen haben oder so, dass wir da quasi beschränkt sind. Ganz im Gegenteil, es reicht perfekt aus, um die Hopper-Bühne jetzt perfekt einzustellen. Auch gut erreichbar ist es mit Handschuhen, kommt man richtig schön ans Rädchen hin und überhaupt kein Problem. Fanden wir persönlich super gut. Der Feuerballhebel ist auf beiden Seiten, sowohl für Rechtshänder als auch für Linkshänder, beziehungsweise Rechts- und Linksschützen geeignet. Lässt sich also von beiden Seiten wunderbar einstellen, rastet auch gut ein. Der Stock hat sechs verschiedene Stufen und die sind auch nummeriert. Die sind zwar jetzt nicht irgendwie extra mit weiß hinterlegt, dass man sie besser sieht, aber prinzipiell sind sie beschriftet, man weiß genau, auf welcher Stufe man den Stock ausgefahren hat. Und ja, er rastet aber irgendwie, genau, jetzt rastet er ein. Und auch der Abzugsweg vom Trigger hier unten ist uns ein kleines bisschen zu lang. Also für die Preisklasse ist es einfach zu viel Abzugsweg. Und daher geben wir der Airsoft 8 von 10 Punkten bei der Funktionalität. Wenden wir uns nun mal dem Magazin. Wir haben für euch keine Kosten und Mühen gescheut, also eigentlich nur Mühen. Und haben mal sämtliche Magazine durchprobiert, die wir da hatten. Ihr seht ja eben alle richtig schön aufgestellt. Hier sind die Original vom Hersteller, Mid-Cap-Magazine, welche wir so rumflattern hatten. Und hier drüben noch High-Cap-Magazine. Dann beginnen wir jetzt mal mit dem Original vom Hersteller. Das war mit im Lieferumfang mit enthalten, dieses High-Cap-Magazin aus Blech. Stecken wir rein. Es geht ziemlich leicht rein. Und was man dann erahnen kann, es wackelt ziemlich unschön und es ist dann tatsächlich nicht mal so toll. Dafür, dass die Airsoft zu teuer war und dass die mit dem Lieferumfang enthalten war, dieses Magazin, nicht so geil. Ich finde es nicht toll. Was sagt die Regie dazu? Nein, nö. Regie sagt nein. Finden wir also alle nicht so wirklich cool. Muss nicht sein. Aber alles in allem, es fiedert ja trotzdem perfekt. Kann man also eigentlich nichts beanstanden, wenn es ums Thema Fliegen geht. Das ist dann das Midcap vom Hersteller, wo uns eben hier dieser neonorange Follower anguckt und unten ein Pfeil, weil es uns zeigt, ey, da ist vorne, dass auch die größten Noobs irgendwie hinkriegen, ihr Magazin da reinzukriegen. Dann stellen wir es mal rein und es passt perfekt. Minimal wackelt es, aber das ist wirklich absolut im Rahmen. Seitlich haben wir hier ein kleines Guckfenster, wo wir sehen können, so ey, da sind so und so viele Magazine drin. Da steht auch daneben eine Zahl. Kugeln sind Kugeln, drin. da sind Kugeln im Magazin, nicht Magazine im Magazin. Das wäre auch mal cool. Da steht eben daneben so, ey, 30 Schuss, 60 Schuss, ja, 30 steht da, 30 Schuss. Unten sind auch Crytek-Markings dran. Und das Ganze feedet perfekt. Dann geht es weiter mit einem Magazin, was optisch vor allem einiges hermacht. Das ist Bugatti-Waffel-Magazin. Haben wir getestet. Ey, das schaut doch absolut geil aus, ne? Also wirklich, das ist ja optisch, ist ja das wirklich eine Eins. Es wackelt minimal, ist wirklich nicht schlimm und vor allem, es feedet perfekt. Der einzige Nachteil in diesem Magazin ist fast gerade mal 110 Schuss. Wenn ihr auch auf euer Midcap-Magazin ein bisschen Acht gebt, tut ihr ja nicht alle Kugeln rein, also sprich, ihr habt da vielleicht zu 90 oder 80 Schuss drin. Ist dann vielleicht nicht so viel wie mit jetzt dem anderen Midcap-Magazin, aber trotzdem, allein für die Optik ist es das wirklich wert und vor allem, weil es eben zuverlässig feedet. Dann haben wir hier ein Lonix-Magazin Midcap. Und da gibt es ein kleines Problem. Es feedet nicht wirklich zuverlässig. Also klar, von 10 Schuss geht vielleicht einer mal nicht raus. Aber es ist halt trotzdem einer mal zu viel, sage ich mal. Also es wackelt auch nur ein kleines bisschen. Also passen wird sehr gut. Auch wenn es ein bisschen streng reingeht und es fällt auch nicht von alleine raus. Das ist dann tatsächlich nicht so toll. Würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Dann hier das G&G Midcap Magazin. Es geht sehr streng rein, feedet dafür aber im Gegensatz zu dem Lonex Magazin wirklich absolut zuverlässig, hat man absolut keine Probleme. Lässt sich auch nur ziemlich streng wieder rausziehen. Und dann nochmal ein anderes Midcap Magazin, das ist ein ASA Midcap Magazin, war im Lieferumfang von der ASA damals mit dabei. Das Ding passt, es wird sich da reingehören. Also wirklich, das wackelt überhaupt nicht und es fällt auch richtig schön von alleine raus. Und es feedet auch absolut zuverlässig. Können wir nur empfehlen. Was natürlich bei der S-Eiges auch ein sehr großes Thema ist, sind die Akkus. Man kann das Teil ja mit einem 7.4er spielen, als auch mit einem 11.1er. Wir persönlich empfehlen, spielt auf 1, klingt ein bisschen saftiger, klingt ein bisschen besser. Spielen könnt ihr dennoch beides. Auch hinten vom Platz her, ein normaler Triple Stick wie der hier, überhaupt kein Problem, könnt ihr hinten reinstopfen, alles gut.
Daher gehen wir der Airsoft im Thema Kompatibilität, ich kann dieses Wort nie aussprechen, 9 von 10 Punkten. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo sich Crytek dachte, so ey, da scheißen wir jetzt mal so richtig hart rein. Handling. Ein kleines Problem. Sie wiegt 3,3 Kilogramm, ist damit eigentlich, sag ich mal, relativ schwer, jetzt nicht zu schwer, eigentlich vollkommen in Ordnung. Wäre da nicht, ist es eine kleine Problem. Diese ganzen 3,3 Kilogramm sind eben hier vorne drin. Klar, hier ist auch ein bisschen Gewicht, aber was der Henker an Gewicht leistet, das ist Wahnsinn. Das ganze Teil wird richtig hart nach unten gedrückt, also es ist einfach nervig. Der ganze Spieltag müsste so rumrennen und das Teil hochhalten. Fuckt ein bisschen ab. Weil sie fliegt immer so ein bisschen nach unten und ihr müsst die ganze Zeit wieder so hochdrücken. Geht ziemlich hart auf den Arm, muss nicht sein. Noch ein kleiner Negativpunkt. Ja, wir haben das ganze Teil Kronjuwelenkiller genannt. Wir haben ja drüben eine Aufnahme für den OnePoint Sling. Wenn ihr jetzt einen symmetrischen OnePoint Sling benutzt, habt ihr das Problem eben dadurch, dass es so kopflastig ist, dass das Teil recht gerne mal nach unten neigt und eben mal ganz kurz in den Schritt reinfällt. Heißt, sämtliche männlichen Airsoft-Spieler haben tatsächlich das Problem, dass sie sich dieses Teil richtig schön in die Klöten reinrammen. Kann sehr wehtun. Nicht empfehlenswert. Also mir gefällt's. Okay, Stefan gefällt's. Ansonsten ist das Teil für Links- und Rechtsschützen gut geeignet. Feuerballhebel ist sowohl auf der rechten Seite verbaut, als auch auf der linken Seite. Der Griff ist sehr ergonomisch, fasst sich super gut an, ist super gut verarbeitet. Richtig toll, macht richtig Spaß, das Ding. Ein kleines Problem haben wir allerdings bei der Länge. Eben nicht CQB geeignet, wäre jetzt gedacht. Ihr schiebt das Teil erstmal so gefühlt einen halben Meter um die Ecke rum und dann geht ihr selber rum. Heißt, die Gegenspieler sehen euch und denken sich so, cool, da kommt gleich wer, dann snack ich jetzt erstmal easy weg. Gut, ist halt eben eine lange Airsoft. Was will man da erwarten? Ansonsten geben wir der Airsoft da im Großen und Ganzen 5 von 10 Punkten, die gerechtfertigt sind. Die Hopper-Unit und der Lauf leisten wirklich sehr gute Arbeit und sorgen für ein wirklich sehr gutes Schussbild und eine sehr gute Schussleistung. Wir haben das ganze Teil gekront, Hopper war eingestellt auf 0,28er Kugeln und wir waren ungefähr bei etwa 1,3 Joule, hat leicht geschwankt, aber wirklich nur ganz minimal, nicht der Rede wert. Die Reichweite war wirklich absolut in Ordnung, klar, Ticken weiter geht immer, besser geht immer, Luft nach oben ist immer. Aber im Großen und Ganzen waren wir damit wirklich zufrieden. Präzise ist er auch, da hat man auch kein Problem, irgendwas zu treffen, was eben in der Schussreichweite der Airsoft lag. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir geben der Airsoft daher 9 von 10 Punkten. Und jetzt sind wir beim Endfazit zur Crytek Wasport Alpha OA-C. Das ganze Teil kostet über 500 Tacken und ist damit nicht gerade unbedingt billig. Für das Geld hätte man offen ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr erwarten können. Spielspaß war trotzdem da, hat richtig Bock gemacht mit dem Teil, ein bisschen auf dem Spielfeld rumzurennen. Man trifft auch wirklich ziemlich gut. Wie gesagt, der einzige Negativpunkt ist eben der Preis, den man da jetzt kritisieren könnte, was man eben dafür kriegt. Trotzdem sind es 8 von 10 Punkte und ich denke, ist trotzdem ein Erfolg. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick darüber geben, was die Airsoft kann, wie sie ist, wie es sich anfühlt, sie zu spielen. Lasst uns bitte eine Bewertung da, wie euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was wir verbessern könnten. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder irgendeine Airsoft vorstellen. Bis dann! Are you listening?